Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Naja, kennt ihr sie wieder? Richtig, es ist unsere gute alte Kupferdestille. Wir werden sie heute wieder nutzen und ätherisches Öl herstellen. Und diesmal ist die Minze dran. Neu zum Einsatz kommt heute dieses Gerät. Es handelt sich dabei um einen automatischen Ölabscheider. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch gleich zeigen. Ich habe das Video als Produktplatzierung gekennzeichnet, obwohl ich mir diesen Ölabscheider selbst bestellt habe. Der Grund dafür ist, dass ich ihn mit einem Gutschein bezahlt habe, den ich bei einem Gewinnspiel der Herstellerfirma gewonnen habe. Und um ganz auf Nummer sicher zu gehen, eben diese Kennzeichnung. Aber wie funktioniert das Ganze nun? Naja, am besten ist es, wenn ich euch das direkt live demonstriere. Wir stellen einen Auffangbehälter darunter und simulieren jetzt, was passiert, wenn die Destille loslegt. Hier oben tropft nun das Destillat hinein und füllt das Röhrchen. Soweit ja ganz unspektakulär. Aber was passiert, wenn der Wasserspiegel dann den Schwanenhals erreicht? Das ist das Geheimnis dahinter. Je weiter es rinnt, desto mehr wird unten abgesaugt. Der Flüssigkeitslevel oben bleibt immer gleich. Durch den Schwanenhals fließt das Hydrolat dann in einen Auffangbehälter und das ätherische Öl bleibt hier in dieser Glasröhre stehen. Somit geht kein Öl mehr verloren und es kann auch nicht passieren, dass wie beim letzten Mal Teile vom Öl an der Wand des Separierungstrichters kleben bleiben. Eine geniale Erfindung, wie ich finde, und auf jeden Fall die Investition wert. Aber bevor wir uns nun mitten ins Gefecht stürzen, müssen wir uns noch die Zutaten besorgen. Dazu gehen wir jetzt hinaus auf die Terrasse und ernten ein bisschen Minze. Und dazu schneiden wir jetzt ganz einfach die Minzstängel ab. Wir benötigen zwar nur die Blätter, aber die Stängel stehen zu lassen, hat auch wenig Sinn. Noch kurz zum Erntezeitpunkt. Am meisten ätherisches Öl ist an heißen Tagen kurz nach der Mittagshitze in den Pflanzen enthalten. Es ist natürlich auch vorteilhaft, wenn es davor schon ein paar Tage nicht geregnet hat, dass die Pflanzen wirklich trocken waren. Das ist jetzt eine andere Minzsorte, aber das spielt bei der Destillation eher eine untergeordnete Rolle. Da ich sowieso nicht über die am besten geeignete Pfefferminze verfüge, müssen nun hier die arabische Minze und die Schokoladenminze herhalten. Den Anfang macht doch diesmal wieder das Edelstahlgewebe. Das dient dazu, dass das Pflanzmaterial nicht durch die doch recht großen Bohrungen dieser Kolonne durchrutschen kann. Als nächstes kommen die einzelnen Minzblätter. Wir können sie, wenn wir wollen, noch weiter zerkleinern. Das steigert ein bisschen die Ausbeute. Da das Ganze eine sehr langwierige Angelegenheit ist, jetzt noch im Schnelldurchlauf. So, nun noch die letzten Blätter. Ihr könnt natürlich auch, wenn eure Minzpflanzen bereits Blütenansätze gebildet haben, diese mitdestillieren. Sofern ihr Platz in der Destille habt, ist das überhaupt kein Problem. Und auch die Stängel könnte man verwenden, die nehmen aber meiner Meinung nach nur unnötig Platz weg. So, das war's. Das Ganze wird noch angedrückt. Und wir haben ungefähr eine halbe Kolonne voll Pflanzenmaterial. Der Kessel ist nun mit 1,5 Litern Wasser gefüllt. Fehlt nur noch der Hut und es kann losgehen. Bezüglich der Ausbeute habe ich leider keine verlässlichen Angaben gefunden. Die Werte schwanken irgendwo zwischen 0,1 und 1,5%. Für unsere rund 40 bis 50 Gramm Pflanzenmaterial ergeben sich daraus 0,1 bis 1 Milliliter an ätherischem Öl und wir werden sehen, welche Ausbeute wir dann am Ende wirklich haben. Jetzt wird noch der Kühler angeschlossen, das Ganze auf die Herdplatte gestellt und dann warten wir, bis wir auf Betriebstemperatur sind. Und ich melde mich dann wieder, sobald das erste Öl beginnt zu fließen. 60 Grad sind erreicht, Zeit den Kühler einzuschalten.
Den Ölabscheider solltet ihr auf jeden Fall mit Wasser vorfüllen, denn nur so ist gewährleistet, dass nichts vom ätherischen Öl verloren geht. Wenn ihr nicht vorfüllt, dann gehen die ersten paar Tropfen nämlich in den Ölabscheider und befinden sich dann unterhalb des Schwanenhalsausgangs, also ungefähr hier, und werden dann mit hinausgesaugt. Dabei handelt es sich nur um minimale Mengen, keine Angst, das ist nicht dramatisch, aber so geht garantiert nichts verloren. Einzig das Hydrolat wird ein bisschen durch Wasser verdünnt, aber das ist auch eine minimale Menge. Und wenn wir schon beim Thema Hydrolat sind, würde ich gerne eine Wette mit dir eingehen. Und zwar wette ich um einen Klick auf den Abonnieren-Button, dass du schon irgendwann in deinem Leben einmal mit Minzhydrolat in Berührung gekommen bist. Glaubst du nicht? Naja, schau mal in deinen Teeschrank. Findest du dort Pfefferminztee? Genau genommen ist das nichts anderes als Minzhydrolat. Und schon sind auch die 100 Grad erreicht und wir warten darauf, dass die ersten Tropfen des Destillats aus dem Kühler kommen. Wir werden heute wieder ungefähr einen Liter durchdestillieren. Das sollte ausreichen, um die größte Menge an ätherischem Öl aus den Blättern zu extrahieren. Alles, was darüber hinausgeht, lohnt einfach nicht mehr, da es im Verhältnis Aufwand zur Ausbeute in keiner Relation mehr steht. Wie ihr seht, beginnt sich schon die erste Schicht an ätherischem Minzöl abzusetzen. Es hat eine interessante Farbe, die eher so ins Dunkelbräunliche geht. Ich hatte es mir eigentlich etwas heller vorgestellt. Und hier seht ihr auch jetzt super das Funktionsprinzip dieses Ölabscheiders. Eines muss ich noch dazu sagen, ich glaube, dieses Teil funktioniert nur dann perfekt, wenn ihr ätherische Öle destilliert, die leichter sind als Wasser. Bei schwereren Ölen, wie zum Beispiel dem Öl der Gewürznelke, könnte es sein, dass das Funktionsprinzip hier nicht mehr ganz greift, weil sich ja das Öl dann unten absetzen würde und somit durch den Schwanenhals hinausgespült werden würde. Aber bei Ölen, die leichter sind als Wasser, funktioniert es ganz offensichtlich einwandfrei. Jetzt werden wir noch weiter destillieren. Es ist noch nicht einmal der erste Achtelliter durchdestilliert und wir werden dann sehen, wie viel Gesamtölausbeute wir am Ende haben werden. Nach einem halben Liter zeigt sich immer noch das gleiche Bild. Der Ölgehalt ist kaum mehr geworden. Deswegen werde ich das Experiment jetzt abbrechen und damit rechnen, dass hier kein ätherisches Öl mehr durchdestilliert werden wird. Das Hydrolat habe ich jetzt einmal in den Separierungstrichter gefüllt. Ich vertraue zwar darauf, dass der Ölabscheider gut funktioniert und auch ausgiebig getestet wurde, aber ein gewisses Maß an Kontrolle ist natürlich immer notwendig, gerade wenn man ein Gerät zum ersten Mal verwendet. Ich will jetzt schauen, ob im Hydrolat noch gelöstes ätherisches Öl vorhanden ist und deswegen lasse ich es jetzt ein paar Minuten hier im Separierungstrichter stehen und werde es nachher in eine Flasche umfüllen. Und wie ihr seht, ist hier kein einziger Tropfen ätherisches Öl mehr zu erkennen, also scheint der Ölabscheider wirklich ausgezeichnet zu funktionieren. Und hier haben wir die Ausbeute des heutigen Versuchs, einen knappen halben Liter Hydrolat und ich schätze mal 0,1 Milliliter ätherisches Minzöl. Das Hydrolat kann man gerade jetzt in der heißen Jahreszeit super verwenden, um es als kühlenden Hautspray anzuwenden. Man kann es natürlich auch trinken oder für Fruchtsäfte und Fruchtsalate verwenden, hier allerdings stark verdünnt, da sonst die Wirkung zu stark wäre und die Inhaltsstoffe der Minze eventuell den Magen schädigen könnten. Beim ätherischen Öl ist die Sache etwas anders. Das wird am ehesten für zum Beispiel Badesalze und ähnliches eingesetzt. Hier würde ich nicht dazu raten, das Ganze intern anzuwenden oder auf die Haut zu reiben, da es zu Hautreizungen führen könnte. Wenn ihr einmal selbst eine Destillation von Minze probieren wollt, dann könnt ihr das ganz einfach auch zum Beispiel mit aus der Apotheke gekaufter Pfefferminze durchführen, falls ihr keine eigenen Minzpflanzen habt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Anleitungsvideo gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert oder mir dafür einen Daumen nach oben gebt. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.